Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Euer Tastenhauer meldet sich hier zurück mit einem trauernden Abhat. Seine Ehefrau Heinal ist frühzeitig von ihm gegangen mit nur, ich glaube, 61 Jahren. Ist sie an Altersschwäche gestorben und das bringt ihn hier auf seinem Plünderungsfeldzug in tiefe Trauer. Allerdings wird er den Feldzug jetzt hier fortsetzen. Er wird weiter die Gebiete hier in Böhmen und in Bayern plündern, so gut es eben geht. Er wird der bayerischen, ja, man könnte fast sagen, Erzfeindin, also Blachomira, hat ihn jetzt wieder in den Krieg reingezogen, wo es um ihre eigene Tyrannei geht. Sie ist zusammen mit unserem verschmähten Sohn Herzog Linütica, der bald auch enterbt wird, ja, uns ein Dorn im Auge. Wir werden also, eigentlich hätten wir diesen Krieg nicht annehmen dürfen, im Rückhinein bereue ich das. Aber ich weiß auch nicht genau, ob unser Fortschritt zur Erhabenstufe dann wieder zurückgesetzt worden wäre. Das musste ich jetzt einfach ad hoc entscheiden und ohne, dass ich das wusste. Wäre das so, dass unser Fortschritt deswegen nicht zurückgegangen wäre, dann hätte ich den Krieg auch abgelehnt. Aber das Risiko wollte ich eben nicht eingehen. Jetzt hängen wir hier mit einem völlig dämlichen Tyranneikrieg rum, den wir überhaupt nicht kämpfen wollen. Naja, wie dem auch sei, wir werden weitermachen. Wir plündern hier oben gerade Bretschlaff und danach gehen wir hier nach Znaim, dass wir plündern können, ohne Verluste zu erleiden. Und jetzt fragt mich bitte nicht, warum der Weg hierhin keine Verluste macht, aber dahin schon und dahin nicht, aber dahin und dahin und dahin. Also, die Logik soll ja angeblich sein, jedes Gebiet. Ah, okay, ich verstehe, was. Ah, doch. Ja, ich dachte immer, die einzelnen Provinzen müssten angrenzen an unsere eigenen verbündeten Provinzen, damit wir den Malus nicht bekommen. Aber es sind die kompletten Grafschaftsgebiete gemeint, also das komplette eingerahmte Ding. Deswegen dürfen wir uns hier überall hin bewegen und auch in Znaim, aber nicht in Brünn und auch nicht in Olmütz, weil da haben wir keine Grenze zu. Alles klar. Ja, jetzt habe ich das nochmal rückblickend verstanden. Deswegen dürfen wir zum Beispiel auch nicht nach Honau, weil das keine Grenze hier hat, weil da so ein Länderdreieck ist. gut, aber wir dürfen immerhin nach Znaim ziehen und dort 17 Gold noch plündern, ohne Verluste zu erleiden. Das ist ja auch immerhin okay. Ja, unsere geschlagene Armee zieht sich jetzt hier noch zurück bis nach Liptov. Dann müssen wir mal gucken, wo wir mit denen noch hingehen wollen. Ob wir die da eventuell erstmal hier nach Visegrad zurückziehen, denke ich mal. Wir haben übrigens eine Gefangene gemacht, eine Bodana bei einer Belagerung. Wo gehört sie hin? Oh, sie ist eine Enkelin von König Rostislav von Großmähren und vom Prinz Ostrivoj die Tochter, der aber schon 906 letztes Jahr verstorben ist. Und sie befindet sich jetzt bei uns natürlich im Kerker. Wir würden, ja, 10 Lösegeld fordern. Das machen wir aber, das ist okay. Das ist okay. Ja, jetzt können wir leider nur noch mit Verlusten weiterlaufen. Also müssen wir schon gucken, dass wir dahin ziehen, wo wir am meisten Gold machen. Das wäre zum Beispiel hier. Tja, das sind alles so Gebiete, wo wir jedes Mal mit 100 Leuten Verlust rechnen müssen. Aber egal, wir nehmen diese Plündergüter noch mit. Wir können noch weitere Beute ansammeln. Und die Männer sind ja relativ schnell ersetzt. In diesem Krieg brauchen wir sie sowieso nicht. Das soll die Blachomira mal schön selber machen. Lösegeld wurde akzeptiert, das ist auch sehr gut. Wunderbar. Dann geht das hier auf jeden Fall richtig schnell mit den Plünderungen. Okay, so, geplündert. Da würde ich sagen, Bistum St. Pölten werden wir auch nochmal plündern. Ja, und da müssen wir halt mal gucken, entweder Wien noch. Ich meine, hier sind überall noch Gebiete, wo das ganz okay ist. Das Ding ist halt, jeder Weg zurück bedeutet jetzt auch nochmal 100 Leute Verluste. Und das ist natürlich jetzt schon schwierig, ne? Ich denke, dann werden wir jetzt noch Wien und Hohenau mitnehmen. Und dann werden wir uns wieder zurückziehen. Ja, ich glaube, so machen wir das. 200 Mann noch Verluste. Das reicht erstmal. Dann haben wir hier viel Plünderbeute mit uns geführt. So, Ilona kann immer noch nicht neue Geheimnisse finden. Aber ich glaube,
dass es noch welche gibt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei Takatschus noch was aufdecken können. Es kann natürlich sein, das wäre natürlich eine heftige Geschichte. Wir wissen ja, dass Linütica Jakob auf dem Gewissen hat, der spurlos verschwunden wurde, aber auf Befehl von Linütica. Das heißt also, wahrscheinlich werden ja mehrere Mitverschwörer beteiligt gewesen sein. Und ich vermute, dass leider auch Takatschus und auch unser Halbbruder, den wir bislang auch schon mal eingekerkert hatten, nämlich Chuck, dass die beide auch an dem Mord beteiligt waren. Was natürlich schwierig ist, weil wir jetzt quasi nur Linütica sehr ausufernd bestrafen. Allerdings ist er auch der Drahtzieher dahinter, soweit wir wissen. Also von daher finde ich das auch auf der Schiene gesehen gerechtfertigt, das zu tun. So, jetzt haben wir hier unsere kleine Truppe, die jetzt nicht wirklich verstärkt wird, warum auch immer. Da würde ich sagen, wir lösen die jetzt hier mal auf. Die brauchen wir nicht mehr. Da können sie hier wieder verstärkt werden, die Aufgebote, die wir aus der Schlacht verloren haben. Immerhin. So, Feuer und Blut erneut. Die Siedlung von Wien, eine wichtige Festung, ist in die Hände meiner Männer gefallen. Wir können nun über enorme Ländereien sowie die zitternden Untertanen und funkelnden Schätze von Graf Johann verfügen, der das natürlich nicht gut findet. Endlose Beute oder fähige Sklaven für Heves? Also brauchen wir Entwicklungsfortschritt in Heves? Nein. Ich denke, da werden wir immer die Beuteoption nehmen. Wir sind jetzt auch nicht irgendwie zurückhaltend oder so. Wir sind ehrgeizig. Bringt mir endlose Beute. Das steigert auch nochmal unseren Ruhm, unser Geld. Und jetzt ziehen wir nochmal nach Hohenau und dann geht es zurück in die Heimat. Dann ist das auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Plünderzug gewesen mit jetzt schon 142 Gold, das wir geplündert haben. Und wir können auch wieder diese Gebiete hier plündern. Ja, allerdings nur für 3 Beute. Aber gut, das können wir noch mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Dies hier haben wir unlängst geplündert. Das dürfte eigentlich auch nicht mehr gehen. Genau. Ja, ansonsten hatten wir so ziemlich alles geplündert. Naja, man könnte natürlich hier in den Süden nochmal reingehen. Mal sehen, ob wir dort nochmal reinkommen und erfolgreiche Plünderungen noch vornehmen. Und dann haben wir das geschafft. So, ich sollte mal endpausieren, damit es auch weitergeht. Das wäre schon praktisch. So, Christina, unsere Enkelin, Tochter von Takatschus, wurde hier in die Hexerei eingeweiht. Da haben wir natürlich jetzt nichts mit zu tun. So sei es. So, dann haben wir hier Böhmen und Teile von Ostbayern geplündert, dem heutigen Österreich. Und zwar so erfolgreich, dass wir 159 Beute mit in die Heimat führen dürfen und dabei auf dem Rückweg nochmal kurz in Komarom Halt machen. Hier dürfen wir wieder nicht rein, genau, da gibt es wieder Verluste. Ja, die Regel habe ich inzwischen verstanden. Schauen wir mal, wie lange dauert das mit dem Überfall? 20 Tage, lohnt für 3 Gold eigentlich kaum. So, Saul wurde auch zum Hexer. Das ist ein Sohn von Linütica. Naja, da sind sie ja alle brav und fleißig, aber im Hintergrund haben sie unseren dritten Sohn umgebracht. Das ist natürlich irgendwie absolut schändlich. So, ich denke mal, wir gucken mal, ob wir hier unten noch die Baronie von Cherem erobert bekommen. Allerdings will ich nicht bei der Feindarmee durchlaufen, deswegen ziehe ich hier entlang und dann dort entlang. Da haben wir auch schon Verluste. Ist das doch nicht angrenzendes Gebiet? Moment mal, hierhin und hierhin, das wiederum geht für 15. Probieren wir es da erstmal mit aus. Ja, der Feind will uns hier verfolgen, das machen wir natürlich nicht mit. 162 Geld und Prestige haben wir hier vom Plünderzug schon mal vorab mitgebracht. Immer noch keine Geheimnisse. Es ist aber egal, wir machen weiter. Ich glaube, da ist noch was, was nicht aufgedeckt wurde. So, mein Lehnsherr, Großfürst Apat, das bin ich doch selbst, ist bei Anbruch der Nacht einmal mehr nicht in unseren Gemächern. Sie war in letzter Zeit so distanziert, so gedankenverloren und auch kaum mehr bei Hofe.
Missfalle ich euch etwa? Ich ihr etwa? Hat sie einfach nur zu viel zu tun? Oder könnte sie vielleicht ein fremdes Bett wärmen? Also, das ist ein Syntaxfehler hier. Offenbar ist Biltrude gemeint, die nicht mehr in unseren Gemächern ist. Und sie ist ja eine Zwangskonkubine von uns, die das auch überhaupt nicht lustig findet. Aber das wäre natürlich ein hartes Stück, wenn die jetzt nochmal eine Affäre hat. Naja, sie würde sich niemals derart respektlos mir gegenüber verhalten. Naja. Also es gibt jeden Grund zur Annahme, dass sie das auch uns gegenüber tun würde. Und wir stellen sie, glaube ich, nicht zur Rede. Das haben wir gar nicht nötig. Wir werden sie einfach durch die Spionen bei uns überwachen lassen. Mal gucken, was die rausfindet. Ob da noch mehr... Dreck am Stecken ist, sozusagen. Das wäre ja zumindest vorstellbar. So, wir haben den Krieg gewonnen. Die Lusche wurde eingekerkert. Ja, Gott sei Dank. Blahomira hat versagt. Oder? Wer hat das jetzt gesagt? Krieg gegen die Tyrannei? Warte mal, wer hat jetzt gewonnen? Herzogin Blahomira hat gewonnen, tatsächlich gegen Graf Velis. Ja, so ein Ärger aber auch. Naja, so sei es. Hat uns nicht interessiert. Wir haben daran auch nicht teilgenommen. Wir waren teilnahmslos. Wir sind immer noch in Trauer. Uns interessiert das wenig, was hier stattfindet. So, warum plündern die jetzt nicht? Weil sie keinen Überfall begonnen haben. Was soll das denn? Was ist das denn für ein Mist? Haben die einfach ihren Status gewechselt, ohne dass ich es angeklickt habe? Na, herzlichen Glühstrumpf und wieder zurück. Das ist ja auch ein Schwachsinn irgendwie, dass sie das automatisch dann abbrechen. Mal sehen, ob uns jetzt hier einer aufhalten möchte, diese 15 Gold auch noch zu plündern. Ja, aber die 100 Mann, die nehme ich jetzt nochmal mit mir. Oh, und wir haben einen neuen Taltosch, denn Janosch, der langjährige Freund, ist dann auch mal mit 71 Jahren an Altersschwäche gestorben. Der war ja auch ein guter Arzt, der uns lange und gut gedient hat. Tja, der neue Taltosch, Silvester, billigt uns, ist auch ein bisschen verschreckt vor uns. Das ist natürlich okay, aber er ist unfassbar schlecht in seiner Aufgabe oder in seiner Rolle. Wirklich unfassbar miserabel schlecht ist er. Tja. Können wir ihn gegen jemand Besseren tauschen, der mehr von Bildung versteht? Tja, 10 ist das Maximum. Champion Attila zum Beispiel oder Marton oder Giula, unser Sohn. Ja, alle wären im Prinzip besser als diese Memme, genau. Das ist schon richtig beschrieben hier. Als diese Superlusche. Der auch noch feige ist, faul und paranoid. Meine Güte, da haben wir auch den schlimmsten gekriegt, den wir kriegen konnten. Aber was Besseres wie 10 haben wir nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen peinlich irgendwie. Tja. Ich würde sagen, da tendiere ich am ehesten zu unserem Sohn Giula. Wir haben hier schon Häuptling Takatschus und Sohn Linütica drin, wobei der fliegt natürlich bald auch raus aus dem Rat, aber dann nehmen wir den nächsten Sohn mit 21 Jahren Giula hier rein und der wird der neue Taltosch werden, ein ehrenvolles Amt hier, was in unserer Familie dann bleibt. Das ist, denke ich, mal eine gute Maßnahme. Besser auf jeden Fall als sein Vorgänger wird er allemal sein. So, Spionageaffäre. Bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Ratsspitzel ist Ilona auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Gast Fevronia hat. Sie und mein Sohn Giula, der frisch ernannte Taltosch, by the way, sind eine Affäre eingegangen. Wer vermag schon zu sagen, wie es dazu kam, doch beide erwartet ungeheure Schande, falls das jemals bekannt wird. Ach du liebe Zeit, eine besessen liederliche, Liebesbläschen verdeckte Frau. Was hat er sich denn da genommen? Hat er irgendwelche Drogen eingeworfen? Was ist denn das? Konnte er auf Ildiko nicht mehr warten oder so? Ich weiß es nicht. Naja, wir haben ja auf jeden Fall das Geheimnis erfahren. Wir könnten ihn damit unter Druck setzen, falls das notwendig werden sollte.
Aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. So, wir haben... Oh, wir haben Lovorka gefangen. Eine kleine Tochter von Graf Dunn. Das heißt, wir können hier 10 Gold Lösegeld nochmal fordern. Auch das nehmen wir gerne mit. Ja, und dann ziehen wir uns hier in unsere Gebiete wieder zurück. Ich denke, das reicht wirklich jetzt an Plünderungen. Nehmen wir nochmal alles mit, was wir kriegen können. Jawohl, nochmal die 10 Gold mitgenommen. Das können wir gut gebrauchen. Und dann können wir einen neuen Kriegsführungsvorzug mitnehmen, während wir hier nochmal 37 Prestige und Gold mitbringen. Sehr schön. So, Überfallkommandos. Ja, das könnte man machen, wobei das bei uns nur mit dem Bogenschützen relevant ist und die Rückzugsverluste werden verringert. Das ist gut. Die Kriegsvolk-Kontereffektivität könnten wir mit Einschließen auch erhöhen, aber ich denke, Überfallkommandos klingt so richtig nach nomadischen Reiterkriegern irgendwie. Von daher würde ich sagen, das passt. So, wir beenden den Überfall und lösen unsere Truppen auch auf. Das heißt, die können jetzt hier bis auf volle Stärke wieder hochgebracht werden. Darum darf sich Lenütica jetzt noch kümmern, bevor er enterbt wird. Das haben wir ja immer noch vor. So weit, so gut. Da sind wir nämlich schon bald bei 75 Punkten. So, dann, ach ja, uns fehlt jetzt ein Hofarzt. Und soweit ich das sehe, wenn wir hier nicht gerade einen guten Gast haben, der das kann, nee, haben wir nicht so wirklich gute Leute. Wir können jetzt jemanden suchen. Warum kann ich eigentlich nicht selber jemanden nehmen? Ach, ich habe gar keinen, der das machen kann am Hof. Ja, dann müssen wir einen Hofarzt suchen gehen oder eine Hofärztin. Mal sehen, ob wir da jemand Gutes finden. Das werden wir dann bald erfahren. So, die Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Großfürst und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Oh, ein angesehener Arzt mit 16 Bildung. Das klingt doch gut. Er ist zwar faul, aber nachsichtig, gerecht und angesehener Arzt eben. Mormoman wäre auch noch eine Variante, aber 9 Bildung ohne Arzt-Trade, nein. Wir werden also 25 Gold gerne an Joschef bezahlen und der wird dann unser neuer Hofarzt für sozusagen alle Fälle. So, die Dame kann uns auch noch Geld geben. Scheinbar haben wir 2 Leute gefangen genommen. Das war mir gar nicht so klar, aber da haben wir nochmal 10 Lösegeld rausbekommen. Damit sind alle Gefangenen bei uns nicht mehr drin. Sehr gut. Ja, ich bin jetzt am Überlegen. Ich denke, wir warten jetzt auf die Bekanntheit, dass wir erstmal gegenüber unserem Sohn agieren. Wir haben auch ein Bündnis mit Ingvar, das ausgelaufen ist. Ja, ich denke, wir werden das jetzt machen. Wir werden jetzt erstmal das Geheimnis von... Genau, das Geheimnis von Lenütica aufdecken, dass diese Schande aufgedeckt wird. So, ich habe offenbart, dass Herzog Lenütica Häuptling Jakob ermordet hat, auch wenn es schon länger her ist. Dann werden wir ihn direkt einmal einkerkern. Das sollte eigentlich auch gelingen. Er ist immerhin ein Familienmörder. Genau, und die Auswirkung ist auf ihn, dass die gesamte Familie 15 Meinung von ihm verliert. So, das ist okay. Wir sperren ihn erstmal ein. Wir lassen direkt Taten folgen, auch wenn wir immer noch traurig sind, dass das so kommen musste. Und ich glaube immer noch nicht, dass es keine Geheimnisse gibt. Ilona soll bitte dranbleiben. So, jetzt ist er im Gefängnis und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, ja, die Schande, die er unserem Haus gebracht hat, zumindest ein bisschen zu vergelten, indem wir ihn unserer Linie enterben. Wie, wir brauchen 225 auf einmal? Das stand doch aber in dem Tooltip anders drin, oder nicht? Bin mir ziemlich sicher, dass da stand 75 Bekanntheit sind benötigt und jetzt auf einmal sind es 225. Tja, und 900 Prestige.
Das können wir natürlich jetzt nicht machen. Das Problem ist, wenn ich den jetzt einfach verbanne, dann wird er zwar aus dem Reich verbannt, aber soweit ich weiß, bleibt der A in seinem Titelbesitz und B behält er ja noch die Ansprüche. Eingekerkerte, blablabla, können verbannt werden. Landbesitzende Herrscher werden abgesetzt. Okay, also er verliert seine aktuellen Titel. Naja, aber seine... Er verliert also seine aktuellen Titel dann. Das wäre schon mal praktisch, aber seine Ansprüche behält er. Er würde ja trotzdem noch erben. Und das will ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Das heißt, ja, wir müssten jetzt warten, bis wir genug Bekanntheit haben. Das dauert aber noch einige Jahre. Ob wir überhaupt noch so lange leben, ist super fragwürdig. Ja, ich denke, dann bleibt er eben in Hausarrest. Das ist dann eben so. Als Anführer dieses Dingens hier, als Anführer dieses Mordes. Das werden wir ihm verübeln nach wie vor. So, damit ist dann aber auch der Ratsmarschallposten erstmal frei geworden. Und so richtig gut wäre nur einer der Champions dafür, Marton, der zwar begriffsstutzig ist, aber ein aufstrebender Schwertmeister, der kann das am besten machen. Alle anderen sind eher so mäßig. Klar, wir hätten noch einen Höfling, Sas Stoikeshku, der da richtig gut in Kriegsführung ist, aber als Bauernführer, nein. Lassen wir einen Bauernführer bei uns hier den Marschallposten bekleiden, auf gar keinen Fall. Das wird Marton machen. Und der wird sich jetzt auch erstmal hier um die Aufgebote kümmern, wobei das nicht mehr ganz lange dauert und dann darf der auch dazu übergehen, Befehlshaber zu verbessern. Ja, liebe Leute, und dann würde ich vorschlagen, weil das ja noch so lange dauert, bis wir überhaupt auf diesen großen Kriegsgrund kommen, weil wir ja die Prestigestufe Erhaben erst erreichen müssen, wo wir noch 1500 Punkte fast brauchen, und das ewig lange dauert, würde ich vorschlagen, dass wir zumindest bei Ungvar einen Großteil der in Frage kommenden Gebiete uns über einen anderen Kriegsgrund holen, nämlich dem des einfachen Herzogtums erobern. Und dann würden wir hier als Ziel das Oberhäuptlingstum von Ungvar natürlich nehmen. Das ist auch sein Haupttitel, glaube ich. Er hat noch Transkarpatien, das ist eben dieses Ding im Osten. Das wäre schön, wenn wir das beides nehmen könnten, aber da brauchen wir wahrscheinlich dann mehrere Kriege für. Die anderen beiden Gebiete brauchen wir dafür nicht. Es geht nur um die beiden Oberhäuptlingstitel. Und ich denke, wir nehmen uns direkt einmal Ungvar. Das Problem ist, er hat irgendwie Verbündete und zwar nicht zu knapp. 6100 Mann, das können wir nicht stemmen. Mit wem ist er verbündet? Mit Magnus von Bayern ausgerechnet. Ja, das ist ja auch ganz tolle Wurst. Ausgerechnet mit diesem blöden König Magnus, dem Ehebrecher und reizbar verwundeten König. Das ist wirklich ein Problem. Ja, zumal, also es ist dann ein Problem, wenn er tatsächlich Ungvar zu Hilfe kommt. Falls er das gar nicht schafft, wäre das natürlich kein Ding. Wir könnten jetzt warten, bis und ob er sozusagen in einem eigenen Krieg verwickelt ist. Er ist ja auch schon sündig, das heißt also, er könnte exkommuniziert werden möglicherweise. Und dann sieht es für ihn wirklich nicht gut aus. Dann könnte er von allen möglichen Nachbarn angegriffen werden. Und ja, so ein bisschen würde ich fast drauf spekulieren wollen. Darin liegt natürlich auch das Herzogtum von Böhmen. Ja, der Mann von Blachomira ist eingesperrt und ehrlich gesagt will ich eigentlich auch dieses Bündnis. Kann ich das irgendwie brechen? Liebesdinge um Himmel hilf. Nein, bloß nicht. Das wollen wir nicht. Nee, schwierig. Wollen wir das riskieren jetzt oder wollen wir das nicht riskieren? Wisst ihr was? Das entscheide ich zur nächsten Folge. Ich mache hier dann einmal, beende ich die Folge und überlege mir das offscreen, ob ich das jetzt wirklich schon will, ob ich Ungvar in diesem Moment angreifen will, denn die scheinen ja gerade wirklich super stark zu sein.
haben fast all ihre Truppen parat stehen. Naja, so richtig mächtig sind hauptsächlich natürlich auch die Verbündeten, aber sie selber haben auch eine hohe Stärke. Er selbst ist auch verwundet und er hasst uns wirklich abgrundtief. Er verlangt diese ganzen Titel. Aber er hat auch eine entzündete Wunde. Es könnte also mit ein bisschen Glück, könnte der Tod uns hier sowieso zuvorkommen. Von daher könnte Abwarten auch eine Option sein. Naja, ich werde mir das nochmal überlegen. Genau, überleben werde ich hoffentlich auch mit unserem alten Apat, der auch nicht mehr die beste Gesundheit hat. Wir werden es sehen in den nächsten Folgen. Liebe Leute, bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.